Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC. Unter anderem hier mit dem Spiel in der UEFA Europa Conference League. Ich muss gerade überlegen, wie es heißt. Ja, wo wir das erste Spiel gegen Union Saint-Gilloise oder wie auch immer die ausgesprochen werden, verloren haben. Dementsprechend, wenn wir hier in der Gruppe bestehen wollen, sollten wir auf jeden Fall hier gegen Austria Wien gewinnen. Gehen wir auf jeden Fall gleich mal rein. Hier gegen die Austria aus Wien. Gucken einmal hier auf, auf deren Mannschaft nicht so richtig. Gucken wir gleich auf der Ausstellung drauf. Ich wollte eigentlich auf die Form sagen, aber die ist entsprechend ja noch nicht so aussagekräftig, weil man hier nur einen Sieg sieht aufgrund des Spiels, was sie in der Gruppenphase gewonnen haben. Gehen wir auf jeden Fall gleich rein und gucken uns dann die Aufstellung an. Hier haben wir die Aufstellung von Austria Wien mit Früchtel im Tor. Esagio, Platvovic, Handel, Meisel und Guenouche hier in der Fünferkette. Braunöder und Holland im ZDM, Villanueva und Cavallero offensiv, Huskovic dann im Sturm, Zentrum hier im 5-2-2-1-System. Bei Lyon wieder viel Rotation mit dabei, mit Resté im Tor, Fofana, Johansen, Esteve in der Dreierkette, Palinha, David, Chotard, Tolisso, Güler im Mittelfeld, Doué und Le Durand ganz vorne im 3-5-2-System. Jetzt hier die Möglichkeit für Villanueva, aber Resté hält den. Villanueva hier nach nicht mal 4 Minuten mit einer ganz großen Chance hier, der 19-jährige Kolumbianer. Aber Resté kann diese Chance hier neutralisieren. Oh, der Ball gefährlich, 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 gefährlich. Palinha. Ja, das war nicht ganz so ungefährlich, was da Palinha macht, der Portugiese. Am Ende ist es etwas Glück für Lyon, dass das hier Austria Wien nicht bestrafen kann. Oh, jetzt hier Huskovic. Huskovic, Johansen dazwischen. Johansen! Da darf er so nicht reingehen im Strafraum hier. Also Lyon allgemein bisher nicht mit einem guten Spiel. Diese ersten knapp 14 Minuten hier ist Austria Wien die bessere Mannschaft. Das ist schon wieder kein guter Auftritt hier in der Europa Conference League von Olympique Lyon. Und Villanueva hier, die Nummer 7 von Austria Wien mit der Chance. Resté hat die richtige Ecke, hat aber keine Chance da ranzukommen, weil Villanueva den einfach zu gut schießt. Lyon liegt mal wieder hinten. Ja, lässt sich auf jeden Fall feiern. Hier der Mann von Austria Wien, die Nummer 7. Interessante Frisur, die er auf jeden Fall hat. Auch ja, mit den weiß gefärbten Haaren. Villanuevas Schuss richtig gut hier. Richtig schön ins hohe Eck auf der rechten Seite von sich aus gesehen. Ruben Villanueva hier in der Euroleague mit seinem ersten Tor in der ersten Partie. Starker Auftritt für ihn natürlich, hier gleich mal treffen zu können. Le Durand spielt den Ball jetzt hier auf David. David über die rechte Seite versucht immer wieder ordentlich Betrieb zu machen, bringt den Ball auch noch weiter. Jetzt hier Palinha. Palinha versucht da durchzugehen. Palinha macht das nicht schlecht. Palinha mit dem Lupfer, aber der ist nicht gut abgeschlossen. Palinha natürlich auch keiner, der jetzt unbedingt dafür bekannt ist, Tore zu schießen. Le Durand jetzt hier David. David und Lyon versucht hier gefährlich zu bleiben. David. Davids Flanke. Boah, die kommt nicht an. Aber Tolisso hat jetzt mal ein bisschen Platz. Tolisso hat hier mal ein bisschen Platz, aber Früchtel hat kein Problem damit, diesen Ball abzuwehren. Er kam dann doch zu zentral. Tolisso, Arda Güler, Doué. Sowohl von Doué als auch von Arda Güler kam bisher noch gar nichts. Jetzt vielleicht mal Arda Güler. Arda Güler, der Ball auf Le Durand. Le Durand nimmt den Volley und macht ihn rein. Was für ein geiler Abschuss von Le Durand. Das wird Austria Wien natürlich ärgern, weil sie waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Und jetzt kommt hier aber Olympique Lyon relativ früh in der zweiten Hälfte zum Ausgleich. Le Durand hier mit einem richtig guten Abschluss, muss man einfach sagen. Arda Güler über die linke Seite und Le Durand, ja, wird da nicht richtig bedrängt, denkt sich dann so, gut, wenn du mich nicht richtig attackierst, dann nehme ich den einfach Full Risk hier Volley und mache hier den Treffer. Olympique Lyon kann hier ausgleichen nach dem Elfmetertreffer von Villanueva, macht hier Le Durand hier mit diesem Volley-Treffer den Ausgleich. Ja, und Austria Wien, aber Johansen ist dazwischen. Starker Einsatz in dem Fall vom jungen Dänen. Und jetzt hier Le Durand auf Chotard. Doué spielt den da nochmal weiter. Das ist gut gespielt von Lyon. Und jetzt hier Le Durand. Chotard, der ist nicht drin. Das hätte so ein richtig schöner Doppelschlag werden können für Olympique Lyon. Leider schafft es Chotard nicht, diesen Ball so zu lupfen, dass er zwar über den Keeper geht, aber dann auch noch ins Tor geht. Dementsprechend bleibt sie erstmal beim 1-1. Aber Lyon zeigt sich in dieser zweiten Hälfte relativ früh deutlich, deutlich besser als in der Halbzeit 1. Villanueva jetzt hier versucht es vielleicht mit einem direkten Freistoß. Den nimmt er direkt und der ist drinne.
Der ist drinne. Villanueva hier, der Standardkönig dieser Partie. Elfmeter-Tor, jetzt Freistoßtreffer. Also der Kolumbianer hier wirklich überragend und Austria Wien wieder in Führung. Paradoxerweise bisher hier in Halbzeit zwar überhaupt nicht in der Partie und jetzt aber mit der Standardsituation einfach mal wieder in Führung gegangen. Villanueva hier nimmt den. Die Mauer springt hoch. Und der ist dann einfach perfekt. Der ist einfach perfekt geschossen. Also wirklich, die Mauer springt im richtigen Moment hoch, kommt da aber gerade so nicht ran. Dann in den Pfosten rein. Resté kann da überhaupt nichts machen. Wahnsinnig geiler Freistoß hier. Also ein Elfmeter und ein Freistoß bringen hier die Tore für Austria Wien. Starker Einsatz von Le Duran. Ganz starker Einsatz hier vom Stürmer. Macht das gut. Und jetzt hier Guerrero und der schickt Le Duran. Das ist aber eigentlich nicht der allerschnellste Mann, aber der kommt da wohl doch vorbei. Macht das stark, Le Duran. Richtig gut hier, Le Duran mit dem Abschluss und dem Doppelpack. Le Duran ist hier der Faktor für Olympique Lyon, warum das Team hier nicht am Verlieren ist. Richtig guter Einsatz, der gibt Kampfgeist, der hat Bock und ist obendrauf auch noch richtig, richtig stark im Abschluss. Das macht er richtig gut hier gegen Früchtel, besiegt ihn hier den Keeper im 1 gegen 1, die Nummer 12 bei Austria Wien. Hat er stark gemacht, Le Duran. Er ist unser Torschütze in der Europa League. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch schon in der ersten Partie getroffen. Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Vielleicht sehen wir es. Ne, sehen wir hier leider nicht. Aber auf jeden Fall Le Duran hier ein Doppelpack. Sehr, sehr starker Auftritt hier vom französischen Stürmer. Und Guerreros hoher Ball. Und die Baller stürmt da einfach durch. Das macht er gut, Paulo, die Baller. Die Baller jetzt hier, die Baller. Die Baller. Was macht denn Paulo, die Baller da? Ich meine, der Einsatz ist dann gut, aber Ballkontrolle einer in Erdnuss. Oh, Villanueva jetzt hier. Villanueva stürmt da durch. Villanueva aber STW. STW regelt das hier. Die Baller. Spielt den auf Guerrero. Und Guerrero denkt sich, komm, hoch rein damit. Da ist ja Le Duran. Und Le Duran nimmt den super mit. Le Duran jetzt hier mit dem Außenriss macht er den fast rein. Da will er es richtig schön machen. Klappt leider nicht. Dementsprechend bleibt es hier erstmal beim 2-2. Und die Ecke. Und jetzt haben wir hier Guerrero. Guerrero, die Flanke ist gut, die Flanke ist gut, aber Le Duran jetzt hier, der Ball an den Pfosten vom Fofana, der Ball geht an den Pfosten vom Fofana, Lyon so kurz davor hier den möglichen Siegtreffer zu machen, aber es bleibt hier erstmal beim 2-2 und jetzt hier Guerrero auf der anderen Seite, Guerrero stürmt da durch, Guerrero, die Flanke, na, die kommt nicht an, die kommt nicht an, vielleicht nochmal Austria Wien, allzu viel ist hier nicht mehr zu spielen, Villanueva, der überragende Mann bei der Austria, Johansson gewinnt diesen Zweikampf, ganz wichtig. Und Johansson jetzt hier mit dem Seitenwechsel. Ganz interessanter Seitenwechsel. David kann den Ball gerade so noch mal im Spiel halten. Jetzt haben wir Schotar. STW. Wohin mit dem Ball? Johansson hier wieder. Johansson hat den Ball. Hat aber keine richtige Anspielstation, muss man ganz klar sagen. Spielt den Ball erstmal hinten rum. Ruhiger Aufbau von Lyon. Muss ja nicht unbedingt falsch sein. Ganz im Gegenteil. Machen das Spiel hier schön breit. Aber da ist kein richtiges Durchkommen. Schotar. Schotar jetzt hier. Spielt den nochmal komplett rüber auf Guerrero. Das ist ein guter Ball. Guerrero mit der Flanke. Die ist richtig gut auf Le Duran. Le Duran kann aber hier nicht Früchte schlagen. Und damit ist das Spiel rum. Lyon hat nochmal versucht, hier irgendwie den Siegtreffer zu erzielen. Am Ende schafft es aber die Austria aus Wien, hier wirklich den Ausgleich zu wahren und damit trennen sich eben beide Teams 2-2. Ja, man muss ganz klar sagen, die erste Halbzeit Austria Wien das bessere Team, die zweite Halbzeit waren wir dann das bessere Team. Dementsprechend ist ein 2-2 auch ein absolut gerechtfertigtes Ergebnis, muss man einfach ganz klar so sagen. Union hat übrigens gegen PAOK gewonnen, holen sich damit also auch ihre ersten 3 Punkte. Können wir ja gleich mal in die Tabelle der Europa Conference League natürlich. Kurz gesagt, den unnötigsten Wettbewerb der Welt. Auf jeden Fall der Europa Conference League uns mal angucken. 6 Punkte für Union, 4 Punkte für Austria Wien, 1 Punkt für Lyon, 0 Punkte für PAOK. Gibt es in den anderen Gruppen Überraschungen? Ne, Liverpool hat 6 Punkte, Girona 6 Punkte, Torino bei 4 Punkten. Und ansonsten, ja, jetzt keine großen Überraschungen. Na gut, wir müssen in der Liga jetzt ran. Gegen Toulouse, absoluter Pflichtsieg für uns, müsste das hier sein. Toulouse nämlich momentan auf Platz 18, das schlechteste Team der Liga. Also absolutes Must-Win-Game für Olympique Lyon. Ob das gelingt oder nicht, finden wir dann gleich heraus. Toulouse auf jeden Fall, die Form ist maximal scheiße. 5 Spiele, 5 Niederlagen. Hier haben wir die Aufstellung vom FC Toulouse mit Destanoglu im Tor. Robin, Ronau, Jacke und Gudmundsson in der Viererkette. Chiervella und Diouf im ZDM.
Carlos Junior, dann Gelabert auf Außen, Bastien Thomas im ZOM und Dalinga im Sturmzentrum hier im 4-2-3-1-System. Thomas hier ein 19-jähriger Belgier und ebenfalls auch Robin hier ein 20-jähriger Verteidiger. Also auch einige sehr interessante Talente hier bei Toulouse. Bei Lyon ja auch der ein oder andere talentierte Mann mit dabei, wie Walter im Tor, Mancini, Johansson und dann so eine Dreierkette. Palinha, Martinez, Gravenberg, Rabiot und Chiesa in Fünfer-Mittelfeld, Dybala und Numa ganz vorne im 3-5-2-System. Oh, das ist nicht schlecht gespielt. Jetzt hier Caceres. Walter hat den gehalten. Erste Chance hier von Toulouse. Erstmal entschärft und Federico Chiesa setzt sich stark durch. Macht das gut hier, wie er sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzt. Federico Chiesa jetzt hier mit dem hohen Ball. Und Dybala gibt den auch nochmal weiter. Das ist super gespielt jetzt hier. Und Numa mit einem unglaublich geilen Abschluss. Also Toulouse drückt, Toulouse versucht hier den ersten Treffer zu erzielen und werden am Ende damit bestraft, dass hier Olympique Lyon eiskalt kontert. Der Abschluss von Numa, muss man auch mal sagen, der zeigt eben auch, auf was für ein Level er dieses Jahr angekommen ist. Also Numa ist wirklich on fire. Was habt ihr alle gesagt? Was habe ich die ganze Zeit immer gesagt? Wenn Numa einen guten Abschluss hätte, dann wäre der Typ eine Maschine. Ihr habt es tausendmal geschrieben, ich habe es tausendmal gesagt. Und es scheint so, dass seit der letzten Rückrunde er so seinen Torriecher gefunden hat, aber noch viel mehr seit dieser Hinrunde komplett am Eskalieren ist. 8 Tore in 8 Partien. Numa ist inzwischen auf dem Weg. Er ist es noch nicht, aber er ist auf dem Weg, ein richtiger Topstürmer zu werden. Die Fähigkeiten, die er hat, die sind alle überragend. Sein Abschluss war es bisher noch nicht so ganz. Aber jetzt so langsam schon. Und da Gelabert jetzt hier, der direkte Konter von Toulouse oder was? Nein, Johansson verhindert das Ganze. Stark. Arno Martinez. Können wir vielleicht Toulouse nochmal bestrafen? So wie eben oder was? Numa hat nämlich hier nochmal Bock durchzurennen. Numa jetzt hier. Numa. Oh, macht das stark, Numa. Numa im Dribbling. Paar Übersteiger. Nein, das klappt nicht. Schade. Arno Martinez. Johansson mit dem Seitenwechsel. Interessant dabei. Chiesa gibt den gleich weiter. Nochmal weitergegeben. Das ist super gespielt von Olympique Lyon. Numa hier mit dem Pfostentreffer. Okay, es war abseits. Trotz allem überragend gespielt von Rabiot. Es ist am Ende knapp abseits, aber Lyon zeigt einfach ihre ganze Klasse. Toulouse muss wirklich aufpassen, dass sie hier nicht untergehen, wie zuletzt auch der OSG Nizza, wo Olympique Lyon bekanntermaßen 6-1 gewinnen konnte. Boah, kein Abseits. Kein Abseits und jetzt Dalinga. Dalinga jetzt hier mit der Chance. Walter kommt raus. Der Lupfer ist leider drin. Dalinga ist eiskalt. Dalinga ist eiskalt hier im Abschluss. 1-1 Toulouse. Da sind sie mal durchgekommen. Und Toulouse kann hier zuschlagen. Einfach viel zu Platz. Hier fast schon zu weit vorgelegt. Dann lupft er den aber noch im richtigen Moment. Und dann ist das hier der Treffer. Also Toulouse mit dem Ausgleich. Wow, Numa, was er da mit seinem Gegenspieler anstellt. Stark. Numa, geht da einfach durch oder was? Numa, nimmt sie da einfach alle einmal auseinander. Dann der Abschluss, dann das 2-1. Und Toulouse denkt sich auch nur so, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und Numa denkt so, yo, das waren so circa, na, ich würde sagen, 5 Sekunden, dass ihr den Ausgleich hattet. Starke Aktion von Numa, überragend. Der Abschluss, eiskalt. 2-1 Olympique Lyon. Die wollen hier gar nichts anbrennen lassen. Die wollen hier klarstellen, wer die bessere Mannschaft ist. Der Pass ist sehr gut, aber Walter ist besser. Und was jetzt? Adrien Rabiot mit dem Foulspiel, sagt der Ref. Adrien Rabiot mit dem Vorspiel, das wäre der zweite Elfmeter im zweiten Spiel hintereinander, den Olympique Lyon hier verursacht. Hier sehen wir es nochmal, Rabiot, boah, müsste man nochmal aus einer anderen Perspektive sehen, ob er ihn richtig umhaut oder ob das ein sehr, sehr leichter Kontakt ist und er sich, sagen wir mal, fallen lässt. Walter deutet an, welche Seite, und dann schießt Dalinga den genau dorthin und denkt sich, hier, mit deinen Finden. Dalinga mit dem 2-2. Doppelpack hier für den Stürmer vom FC Toulouse. Ja, Walter deutet die richtige Ecke an, springt dann aber in die andere. Und Dalinga kann das Ganze hier eben, ja, nutzen. Dalinga. Der Pass ist gut. Der Pass war sehr gut. Der Abschluss ist gefährlich. Thomas hier mit dem Abschluss. Aber der geht am Ende dann eben nicht rein. Glück für Olympique Lyon. Also Toulouse macht einen durchaus gefährlichen Eindruck, auch wenn sie hier der klare Außenseiter sind. Dann so, na, kein Foulspiel. Also Vorteil. Jetzt hier nochmal abgegeben. Der kann sich da in Ruhe drehen, aber Walter hat den. Walter hatte den und dann machen sie ihn aber rein. Und Dalinga mit dem Hattrick. Dalinga mit dem Hattrick. Lyons Abwehr ist einfach zu schwach.
kriegen diesen Mann hier überhaupt nicht unter Kontrolle. Da Dalinga mit dem 3-2 und das wäre schon eine heftige Schlappe für Lyon, wenn man gegen den aktuell letztplatzierten Toulouse verlieren würde. Hattrick Dalinga. Hier der Schuss von Thomas. Walter hält den noch. Thomas dann hier mit der Übersicht. Ja, Walter als auch Johansen springen da voll rein. Vielleicht etwas die Unerfahrenheit, weil aus dem Winkel wirklich was zu machen ist ein bisschen unrealistisch. Zumindest nicht so wahrscheinlich, sagen wir es mal so. Am Ende kriegt Dalinga den Ball. Der hat schon 5 Tore in dieser Saison und 3 hat er alleine hier gegen Olympique Lyon erzielt. Der Schuss, Walter hat den. Hat den Ball, glaube ich, sehr, sehr spät erst sehen können. Daher war das keine allzu schlechte Parade. Aber jetzt erstmal die Ecke für Toulouse. Walter, das ist nicht sehr sicher. Die Baller fetzt den Ball erstmal weg. Trotzdem weiterhin Toulouse im Ballbesitz. Also Lyon macht hier nicht den allersichersten Eindruck in dieser aktuellen Phase. Die Treffer von Toulouse haben der Mannschaft von Veloche schon ordentlich zugesetzt. Jetzt hier Thomas Gravenberg rettet den gerade so. Starker Einsatz von Gravenberg. Jetzt hier Chiesa. Chiesa mit Geschwindigkeit oder was? Ja, Federico Chiesa läuft da aber auch sonst wohin, ey. Dalinga, Dalinga, Dalinga. Viererpack. Viererpack Dalinga. Wahnsinn. Er macht das, was Chiesa zuletzt gegen Nizza gemacht hat. Viererpack Dalinga. Boah. Also eine Niederlage gegen Toulouse ist definitiv nicht verkraftbar. Das ist nicht verkraftbar, wenn du irgendwie in die Champions League willst. Johansen kann sich da nicht richtig durchsetzen, muss man ganz klar sagen. 4-2. Chiesa, hast du vielleicht eine schnelle Antwort? Nein, hat er nicht. Boah, jetzt hier Toulouse. Toulouse stürmt weiter an. Toulouse stürmt. Toulouse hier mit dem Ball in den Rückraum. Palinha hat den erstmal hier verhindert. Und jetzt haben wir Paulo Dybala. Paulo Dybala jetzt hier. Dybala nutzt die Lücke dort. Die Abwehr macht das nicht wirklich gut. Und jetzt hier Paulo Dybala. Paulo Dybala. Paulo Dybala macht das stark, wie er den abspielt. Numa. Und damit steht es hier 4-3. Ja, Numa, ein bisschen verwirrt. Okay, Numa, was hast du vor? Gut, Numa ist auf jeden Fall begeistert, dass er 3 Tore gemacht hat. Dybala, schönes Abspiel. Numa hier mit dem Dreierpack, wichtig. Wir müssen gleich weiter attackieren. Ich meine, das Spiel geht noch einige Zeit. Das könnte noch ein bisschen crazy hier werden, weil ich glaube nicht, dass das hier der Endstand ist, um ehrlich zu sein. Und Palinhas Pass ist gut. Palinhas Pass ist sehr gut. Palinhas Pass war sehr gut. Numas Drehung ist nicht so gut. Ah, da hätte er mehr draus machen können. Boah, Gelaber kommt einfach durch. Gelaber kommt so einfach durch. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Walter verhindert den Treffer von Dalinga, aber... 5-3. Ey, die Abwehr ist schon wieder so offen. Die Abwehr ist schon wieder so offen. Scheißegal, welches System du spielst. Die Abwehr ist teilweise immer so offen, Mann. 5 Tore Dalinga. 5 Tore Dalinga. Walter versucht noch alles. Walter ist noch Dinge, der noch alles versucht, aber der Rest unterstützt ihn dabei nicht. Gehen wir halt jetzt auf volle Offensive. Was willst du noch machen? Gucken wir, was geht. Chiesa. Jetzt sprint einfach durch. Komm, Chiesa. Attackier. Federico Chiesa. Federico Chiesa jetzt hier. Ja, da ist keine Unterstützung. Numa kommt erst gleich. Numa ist aber da und dann wird der Ball aber leider gegen den Gegenspieler nur geköpft. Tolisso. Oh, Numa nimmt den da gut mit. Numa macht das überragend. Numa, Numa macht ihn rein. Ein legendäres Spiel. Wann hat man das mal, dass auf einer Seite ein Spieler 5 Tore macht und auf der anderen Seite macht ein Spieler 4 Tore? Was geht denn jetzt ab? Also Numa setzt sich da stark durch. Auf der einen Seite ist es Ernest Numa, der von niemandem gestoppt werden kann. Auf der anderen Seite ist es Dalinga, der von niemandem gestoppt werden kann. Also wirklich ein legendäres Aufeinandertreffen von 2 Stürmern, die momentan alles zerschießen. Rabiot. Rabiot jetzt hier. Spielt den Ball auf Federico Chiesa. Das ist richtig gut. Jetzt hier nochmal Olympique Lyon. Olympique Lyon stürmt jetzt hier mit nach vorne. Lyon hier mit nach vorne. Paulo Dybala. Paulo Dybala zieht einfach ab, aber Destanoglu hat den. Stark, wie Destanoglu den hält. Es ist nicht mehr viel zu spielen. Dybala bei der Ecke. Paulo Dybala bei der Ecke. Destanoglu hat den Ball schon wieder. Und es ist nicht mehr viel zu spielen. Jeden Ball, den Destanoglu jetzt hat, könnte hier der Sieg sein. Und der lässt sich natürlich ein bisschen Zeit, bis er den abwirft. Und dann ist es noch so ein super Abwurf. Stark gemacht hier, beziehungsweise super Abschlag natürlich. Und jetzt hier Diouf.
Sie spielen es nicht perfekt. Sie spielen es nicht perfekt. Und jetzt hier Numar. Paulo Dybala. Dybala. Und der Pass ist überrannt auf Numar. Numar jetzt hier. Numar. Numar mit dem Abschluss. Macht ihn nicht rein. Er macht ihn nicht rein. Er macht nicht sein fünftes. Er macht nicht sein fünftes. Dybala jetzt hier. Dybala bringt den da rein. Der Ball, na? Was jetzt? Wurde abgepfiffen. Es wurde abgepfiffen. Handspiel. Oh, jetzt wird es kritisch. Jetzt müssen wir ganz schnell den Ball nach vorne nochmal bringen. Oh, der kommt nochmal nach vorne. Rabiot hat den. Rabiot spielt den nicht auf Kieser, Mann! Mann! Wo spielst du denn hin, Mann? Du darfst nicht verlieren gegen Toulouse. Du darfst nicht verlieren gegen Toulouse. Na, ah, dieses Lyon-Team, ne? Allgemein, dieses Jahr, die Karrieren sind komplett andere Welt. Andere Welt. Es kann nicht einmal normal laufen. Es lief einmal richtig gut bei Notts County und dann werde ich entlassen. Ah, Junge, was ein Game. Was ein Game war das gerade, bitte. Was ein krankes Game. Wo stehen wir eigentlich jetzt in der Tabelle nach dem Spiel? Ja, wir sind Fünfter. Wir sind Fünfter. Übrigens haben Lille und Stade Rennes verloren. Das war, Mann, wir spielen gegen den Letzten. Wir spielen gegen den Letzten. Wenn wir siegen, sind wir auf 2 Punkte zu den Ersten dran. Wir haben schon wieder 15 Gegentore. Wir sind schon wieder die müllste Abwehr der Mülleimer. Nicht ganz. Andere sind noch schlechter. Ja, nächstes Duell gegen Straßburg. Ey, Leute. Meistens will ich ja schon immer 3 Spiele machen, aber ich beende die Folge hier nach diesem Wahnsinns-Game erstmal. Was willst du machen? Was willst du machen? Ich bin erstmal fertig, ey. Gehe gleich erstmal was essen, aber gerne euren Spieler der Folge. Wie immer in die Kommentare ballern, Leute. Kriegen wir unsere Abwehr irgendwann mal stabilisiert? Das ist wohl eine Frage, die man eher mit Nein statt mit Ja beantworten muss. Euer Velo schmelzt sich ab und bye bye.